Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von der PES21 Trainerkarriere bei Bayer 04 Leverkusen. Auch jetzt schon unglaublich durchgemixt ist, ja, wir können nicht mal mit Radetzky spielen. Dem hierbei, der wohl wichtigste Baustein unserer Mannschaft, wie ich finde aktuell, gute Freistöße, guter Mittelfeldspieler, er ist verletzt und das sogar im kompletten Oktober. Es ist wild, oder September, ich weiß es nicht. Aber es ist echt schlimm, also es ist... Oh, echt, wir haben so... Naja, Pech, die Belastung ist halt einfach hoch. Und dann verletzen sich halt auch Spieler und dann... Oh, es ist schwierig. Patrick Schick, das war auch schwierig, aber wir haben das Beste draus gemacht. Direkt einen Eckball geholt. Wir als große Mannschaft, die ja aktuell auf Platz 1 steht und den natürlich auch verteidigen will, müssen natürlich trotzdem zusehen, dass wir solche Spiele gewinnen und die 3 Punkte nach Hause fahren. Klar, man kann nicht immer alles gewinnen, aber gerade in so einer frühen Anfangsphase der Saison ist sowas unglaublich wichtig. Und dafür sorgt Diaby in Minute 31. Schönes Zusammenspiel und diesmal kein Torwart dazwischen. Diaby hatte ja bisher immer Pech, dieses Mal nicht. So, Patrick Schick, jetzt zieh mal ab und... Ui, gar nicht so verkehrt, gar nicht so verkehrt. Denke, dass wir jetzt damit in die Halbzeit gehen, in der zweiten Halbzeit unbedingt nachlegen müssen. Das ist ganz, ganz wichtig. Mal schauen. Ja, sehr schön. Patrick Schick, sehr schön gespielt. Aber macht ihn einfach nicht. Das kann nicht sein Ernst sein. Ich habe es letzte Folge gesagt, so wenig Stürmertore. Ja, woran liegt's, wenn man so ein Ding so daneben donnert? Eimerland, ey. Boah, Ta muss jetzt erstmal gewaltig hinterherkommen. Boah. Ja, das war gut. Und jetzt ist es nicht. Das ist eine... Oh, nein. Boah. Eieieiei. Okay, wir müssen auf jeden Fall wechseln. Das ist schon 72. So, 3 neue Männer bei uns auf dem Feld. Schön gesteckt auf Florian Wirtz. Der geht in die Mitte und da ist Alario. Yes! Das war richtig, richtig gut gespielt. Und das ist das 2:0, das wir ganz, ganz dringend brauchen. Ja, Tah kriegt da den Zweikampf nicht hin. Und dann ist es Grill, der da zum ersten kommt, Chance aber bei weitem nicht vorbei. Grill zum zweiten. Pfeif einfach ab. Ja. 2:0, Leute. Yes. Sogar mal ein 2 Tore Abstand. Hilfe, ey. Ui, spannende Spiele waren auf jeden Fall dabei. Wolfsburg-Dortmund. Dortmund gewinnt das Duell. Bayern gewinnt auch und Leipzig gewinnt. Aber Duell gegen Gladbach. Gladbach war ja direkt hinter uns. Und da wir gewonnen haben, heißt es, es sind wieder mehr Punkte Abstand. Ja, es sind 2. Das waren es vorher auch. Schade. Kaderrotation. Ja, ich bin am Rotieren wie ein Wilder, Alter. Tabsoba habe ich auch schon oft spielen lassen, Alter. Oh mein Gott. Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Diese 2 Wochen Pause waren Länderspieleinsätze. Ey, immerhin haben wir nicht so viele Spieler, die Länderspiele spielen. Oh, bei Stuttgart Silas war mal ein Gituka. Zum Glück nicht in der Mannschaft. Aber die haben trotzdem gute Spieler und ja, wir sind immer nicht so krass ausgepowert, das ist richtig gut, aber es ist halt Pokal, im Pokal kann alles passieren, Stuttgart stellt jetzt schon auf Offensiv, Pokal ist eigentlich nicht so meine Liga, sag ich dir ganz ehrlich, aber Alarius vielleicht, jawohl, oh mein Gott, 2. Spielminute und was für ein Hammerding, ein Stürmertor. Ein Alario-Tor. Wow. Das sieht gut aus. So einen Schuss will ich immer sehen. Richtig so. Dem hierbei ist durch. Dem hierbei. Sehr schön von Tah. Jetzt vielleicht der Konter über Amiri. Langer Ball nach vorne. Das muss jetzt sein. Schnelligkeit unten über Diaby ausspielen. Aber Anton ist da. Nee, Anton ist nicht da. Anton hat gefailt und Diaby mit dem 2:0. Schöner Lupfer, schön überlegt. Und das ist so verdammt wichtig.
So, es ist Alario, wir probieren es direkt. Wir probieren es an den Pfosten und wir probieren es noch 10 Mal. Vielleicht passiert ja irgendwas. Noch ist die Chance heiß, jetzt nicht mehr. Ja, gut. Bailey, jawohl. 3:0. Leon Bailey, Außenriss, scheißegal. Auf geht's. Diaby, Amiri, jetzt die nächste Möglichkeit, jetzt macht er ihn. 4:0. Yes, wir spielen seriös und machen hier ganz seriös den Deckel zu. 4:0 zur Halbzeit. Ich würde sagen, da kann man jetzt die 3 Wechsel in der Halbzeit schon machen und den Lachs absolut chillen. Wir hätten hier noch ein 5-6-0 machen können. Kann nicht immer alles reingehen. 4:0 ist sehr, sehr gut. Schonung für Juventus Turin. Am Ende, weil die dann auch sehr offensiv sind, zu kontern. Ah, jetzt sind sie schon auf sehr offensiv. Ja, moin. Also vielleicht haben wir dann echt noch die Chance zu kontern, weil halt hinten alles offen ist bei denen. Radetzky, da ist die erste Parade. Wendell, 5:0. Was ein Gerät. Alter, Alario, Wendell, was für Schüsse sind das? Kranker Scheiß. So, jetzt ist es Patrick Schick und jetzt ist das 7:0, 6:0. 7 noch nicht ganz. Bin schon ein bisschen weiter höher. Aber vielleicht kommt das ja auch noch. 6:0 nach 70 Minuten. Jetzt ist vorbei. Schiedsrichter pfeift nochmal zum Freistoß. Gelbe Karte. Diaby kriegt da eine Hand ins Gesicht. Oder ein Ellenbogen ist es eher. Das ist natürlich eine Chance, jetzt für dem hierbei auf 7 zu stellen. Muss nicht sein, aber eine Chance ist da und es ist der Pfosten. Also ich mache wirklich null Druck, null Tempo, aber wir kriegen halt trotzdem diese Chancen. Wenn der reingeht, da leck's mir am Arsch, Alter. Wahnsinn. 7. Jawohl. Also ein wirklich sehr, sehr gutes Spiel. Wir sind hier mit Bravour weiter und schaffen hier also eine Sensation. 7:0 gegen Stuttgart. Wahnsinn. Leipzig weiter, Bayern weiter, Dortmund weiter, Gladbach weiter. Ja, aber Wolfsburg raus, Schalke weiter, ja. Aber keiner hat ein 7:0 ja hier geschafft. Zu Hause, da in der Bayer Arena, wo wir die Torhymne hören wollen und hören werden. Gegen Juventus Turin, die echt coole Trikots haben. Ah, Bellarabi hat so einen schönen Lauf, so viel Platz, aber der Schuss. Ey, Schiri! Alter! What? Der hat mir ultra das Bein weggezogen. Jetzt, Alario. Diaby, der ist so gut drauf in letzter Zeit. Ja, dafür bräuchte man jetzt einen dem hierbei. Jetzt muss es Amiri machen. Amiri! Oha! So, Amiri, Diaby. Diaby und es ist einfach ein bisschen Pech dabei. Kein schlechtes Spiel wieder. Ja, ja, nein. Man hat es so gesehen, dass der so wunderschön auf seinen Kopf kommt und dass ich dann wieder mal Aluminium treffe. Und in diesem Spiel ja auch schon 2-3 Mal, ich weiß nicht, also Freistoß, der jetzt gerade und dann. Jawoll! Weißt du, und so einer geht dann rein. Scheißegal, Träume, Bellarabi, 1:0. Ja, ich habe dann einfach, ich wusste nicht, was ich machen soll, ich war allein vom Tor, einfach geschossen. Ja, okay. Boah, Radetzky, stark. Guter Freistoß. Gute Parade aber auch. Wisst ihr Leute, das ist halt eine knappe Partie auch mit dem 1:0. Aber es ist keine Zitterpartie, weil ich es im Griff habe. Also verteidigen funktioniert gerade echt gut.
Juventus nicht so mit den Riesenchancen. Vorne immer mal wieder Akzente, Offensive, beste Defensive, ihr wisst Bescheid. Also es ist alles im Lot gerade, finde ich. Deswegen habe ich auch keine Bedenken, dass wir diese 10 Minuten nicht überstehen. Und wenn wir diese 10 Minuten überstehen, habe ich auch keine Bedenken, dass wir diese Gruppenphase überstehen. Ja. Der war gefährlich. Gefährlicher, als ich das gerade erahnen konnte. Wahnsinn, hätte ich niemals damit gerechnet. Ich bin sehr gespannt, was jetzt Atletico gemacht hat. Da schauen wir nochmal ganz kurz drauf. War, glaube ich, ein sehr wichtiger Sieg, weil Atletico safe gewonnen hat gegen Celtic. Aber es ist ein Sieg. Wir haben alle Mannschaften besiegt. Jetzt kommt die Rückrunde. Ja, wird immer noch schwer. Klar, es sind gute Gegner. Aber ja, Atletico Madrid hat Celtic besiegt. Wir stehen trotzdem mit 3 Punkten Abstand da. 9-6-3. Es ist alles möglich. Wir müssen einfach so konsequent weiterspielen. Und ja, es könnte sich im nächsten Spiel schon entscheiden gegen Juventus im Rückspiel. Wenn wir die wieder auf Abstand halten, dann ist egal, was Atletico Madrid und Celtic macht, prinzipiell. Dann haben wir, hätten wir mega viel Abstand zu Juventus. Und dann wäre es eigentlich eine machbare, eine relativ einfache Nummer sogar. Also wir haben echt gut vorgelegt. Bin sehr, sehr stolz auf mich, auf meine Mannschaft und auf euch, die immer mit einschalten, ganz, ganz fleißig und bis zum Ende dranbleiben. Macht es gut. Schaltet beim nächsten Mal genauso fleißig wieder mit ein. Wir sehen uns. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.